Ahoi, liebe Zielgruppe, zu einem neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Wir sind immer noch auf der Messe unterwegs und jetzt wird Zeit, den Yukon Cay Peak euch vorzustellen. Wir haben gesagt im letzten Messe-Update, also im zweiten Messe-Update, dass das ein Highlight ist. Viele gehen auf Offroad. Das ist ein Offroad-Fahrzeug. Drei Stück stehen hier auf der Messe in Halle 17. Und genaueres sagen wir euch wann? Nach dem Intro. Wie gesagt, wir haben euch im Messe-Update Teil 2 ja darauf vorbereitet, dass es dieses coole Fahrzeug auf Mercedes-Benz-Basis gibt. Ihn gibt es in drei verschiedenen Varianten, ist er zumindest hier auf der Messe aufgestellt. Ihr könnt einmal dorthin zeigen mit Aufstelldach etc. Sehr lang, also für richtig groß. Selbiges haben wir auch nochmal auch auf der anderen Seite. Wir wollen euch aber den Yukon KP 6.0 GB vorstellen, also sprich so wie er hier ist, ausgestellt 116.000 Euro, Grundpreis 112.500, habt ihr gleich die Preise ganz am Anfang und Stefan wird euch jetzt einfach mal die einzelnen Sachen von diesem Yukon zeigen. Nein, wir werden hier natürlich nicht überfahren, aber das Fahrzeug kommt natürlich auf dem Sprinter. Ist in der Basis immer grundsätzlich mit Allradantrieb. Wir haben die All-Terrain-Reifen natürlich hier. Und ja, was natürlich auch dabei ist, ist grundsätzlich immer eine 190 PS Motorisierung. Ja, er ist halt geländegängig, ne? Das soll das Fahrzeug halt zeigen. Hochwertiges Leder mit Alcantara, also die Sitze, die fühlen sich schon richtig gut an. Ja, klar, das ist halt im Prinzip der Mercedes, jetzt nichts Außergewöhnliches, das kennt man, das Cockpit, aber wir sind natürlich hier drinnen in einem Yukon und die Dinette hier ist etwas kleiner. Der Tisch ist aber super weit ausschwenkbar. Wir haben das in einem anderen Fahrzeug schon gesehen, da war dieser Sitz auch gedreht. Also der kommt bis hier vorne her und wir haben halt hier auch die Möglichkeit, gut dann im Prinzip den Beifahrer mit anzugliedern. Ansonsten sind da unten noch ein paar Versorgungsklappen. So, Revisionsöffnung vom Wassertank, das ist das Ganze, was sich dahinter verbirgt. Die Pumpe da rechts, ja. So, jetzt seht ihr auch, dass ich hier gut angebunden bin. Also ich habe hier eine schöne große Fläche, also Essen und so weiter ist gar kein Problem. Im Eingangsbereich haben wir hier natürlich den Kühlschrank wieder zu beiden Seiten, kann man den öffnen. Das heißt, wenn man schnell von außen das nutzen will, kein Problem. Trittstufe, Lichtschalter und ansonsten haben wir hier natürlich Dometic. Wir haben einmal zwei Flammengaskocher und wir haben noch das Waschbecken mit dem klappbaren Wasserhahn. Dann ist natürlich hier vorne erstmal nichts, weil der Kühlschrank dort ist. Hier haben wir noch ein paar Bedienelemente, auch 12 Volt und, USB natürlich. Ansonsten sind dann hier Schränke. Ich filme nochmal rein, auch mit dem Absperrhahn. Ja, kommt man gut ran. Ist jetzt nicht extrem tief, aber denke ich, ist ausreichend. Dann haben wir hier unsere Ablagen, also unsere Schubladen. Das finde ich wieder gut, dass wir Schubladen haben. Da kann man also auch einiges verstauen. Ja, dann haben wir hier hinten eine Leiter, die ins Bett führt. Das heißt, die würde ich einmal abmontieren, damit man auch gucken kann, dass wir einfach mal in die Klappen drunter reinschauen können. Hier gibt es noch ein Fach drunter und davor in der ersten Stufe gibt es auch nochmal Staumöglichkeiten und Absperrhähne bzw. das Ablassen des Warmwassers, also das Entlüften der Heizung natürlich und das Entlüften auch oder das Entwässern der Leitungen, das ist natürlich sehr wichtig. Zur rechten Seite haben wir hier auch noch ein schönes Schränkchen. Ja, hier unter dann wieder Versorgungsleitung auch. Ach, hier ist der Wassertank runter, das andere war dann der Abwassertank wohl. Und ja, schauen wir uns das Ganze hier nochmal an. Da ist auch noch ein Fach hinten drin. Also Fächer gibt es auf jeden Fall genug. Und bevor wir, würde ich sagen, ins Heck gehen, schauen wir uns mal das Bad an. So, das Bad. Wir haben hier eine kleine Luke zum Entlüften. Die ist jetzt nicht extrem groß. Ja, muss man halt überlegen, ob das okay ist. Dann haben wir natürlich eine schöne Spiegelfläche mit ganz viel Ablagemöglichkeiten. Auch hier drunter ist noch das Waschbecken jetzt versteckt. Dann gibt es da halt die Möglichkeit, den Wasserhahn rumzuschwenken. Spiegelfläche, klar, man toucht halt immer ran. Da muss man halt auch wieder gucken. Ansonsten die Toilette, die kann natürlich auch nass werden. Hier unten ist die Duschtrasse.
Ein vor hinten links, eins vorne rechts mit der Ablauf, also auch kein Ding. Duschgel können wir hier alles ablagern und dort haben wir auch die Mischbatterie. Ansonsten die Möglichkeit, den Spiegel zu schützen mit diesen Plissé, also mit diesen Klappwänden. Hier vorne ist natürlich noch die gesamte Schaltzentrale. Auch hier oben haben wir wieder Möglichkeiten für Strom, Licht und so weiter. Ablagemöglichkeiten für Gewürze oder Handtuch oder wie auch immer. Und ansonsten haben wir natürlich fast ringsum gehend solche Schränke. Wir schauen einfach mal hier vorne in einen rein. Der ist relativ tief, also das heißt, also ein Hemd und so weiter, das kriegt man da schon rein. Oder ein T-Shirt eher gesagt, Pullover und Co. Das haben wir hier auf der linken Seite dreimal und auf der rechten Seite dann auch noch dreimal. Ansonsten ist das natürlich hier in dem Fall ein Längsschläfer. Wir haben die Möglichkeiten, das Ganze hinten hoch zu bauen, so dass man auch ein bisschen im Bett ein bisschen bequemer mal was lesen kann. In der Mitte das Polster, um das Ganze zusammenzustecken. Und hier natürlich auch die Leiter dazu, die ich ja vorhin rausgenommen hatte. Jetzt können wir sie einfach mal wieder einhaken. Ja, mit einer Hand ist alles immer ein bisschen schwieriger, aber das geht auch. Und ja, rechte Seite ein Fenster, linke Seite ein Fenster. Die Bettenmaße sind jetzt in Stein gemeißelt. Ich kann euch sagen, welche Länge wir haben. Und zwar haben wir hier auf der Seite 1 Meter und 95 und auf der Seite 1 Meter und 90. Also das ist doch schon relativ gut. Und das Coole hier, was uns gerade noch jemand gezeigt hat, ist, damit man die Arbeitsfläche erweitern kann, kann dieses Bett weiter nach hinten rausgeschoben werden. Oder halt, jetzt muss ich natürlich das von der anderen Seite machen, das zeige ich euch gleich nochmal, wie man das Bett hin und her schiebt und dann kann man sich hier diese Arbeitsfläche erweitern. Also das heißt, ihr habt auch nochmal Ablagemöglichkeiten daneben. Aber jetzt gucken wir uns nochmal nach hinten an und ich zeige euch kurz, wie man das Bett hin und her schiebt. So, ihr geht im Prinzip hier hinten daher, klappt das hoch und dann könnt ihr hier hinten das komplett rausziehen oder halt wieder reinschieben, um halt das Bett wieder groß zu machen. So, zack. Und schon lässt sich das hier einmal ganz nach oben und dann lässt sich das wieder runterklappen. Und ihr habt hier auch diese Federteller. Also das Schlafen sollte bestimmt da sehr bequem drauf sein. Nicht nur zum Lesen, sondern auch zum Ruhen super geeignet. Jetzt schauen wir uns doch nochmal das Heck an. Also die Heckgarage selber ist relativ groß. Zur rechten Seite hier haben wir natürlich mehr Platz als zur linken Seite, weil da ist dann im Prinzip der Innenausbau, der im Prinzip von innen dann sozusagen, wo man schon rankommt. Darunter sind ja die Staubfächer. Radkasten ist abgedeckt. Die Stange für die Markise, die findet ihr hier hinten. Und ansonsten dann gibt es hier noch ein Fach. Ja, Autarkie wird ja hier groß geschrieben. Das heißt, wir kommen natürlich auch mit einer dementsprechenden 300 Ampere Lithium-Batterien-Inverter dazu und auch 90 Watt Solar auf dem Dach daher. Wir haben hier noch ein Fach. Da ist die Gasflasche drin. Wir brauchen hier nur eine, denn es ist eine Dieselheizung verbaut. Also das heißt, das Ganze wird über Diesel geheizt. Und ansonsten gibt es hier, ja, das Ablagefach ist natürlich nicht da, sondern da ist die Technik drin. Das heißt, man kommt auch relativ schnell einmal anheben, schnell an die Schalter ran, wenn man denn da ran muss, weil wieder eine Sicherung rausgeflogen ist. Die Dachoberlichter, wir haben hier hinten ein riesiges Dachfenster. Das ist natürlich cool, um mal durchzulüften oder auch halt im Heckbereich schnell für Abkühlung im Sommer zu sorgen. Und vorne ist ein etwas kleineres Dachfenster drin. Ja, und dann haben wir hinten natürlich auch noch die Möglichkeiten für das Lüften. Aber ich denke mal, das sollte auf jeden Fall ausreichend sein, denn an der Seite waren ja auch noch die Fenster und damit haben wir hier hinten im Heckbereich ordentlich Möglichkeiten zum Durchlüften. Auch hier jetzt nochmal der Gesamteindruck vom K-Peak. Schon schickes Fahrzeug. Und für den 6 Meter, also unter 6 Meter Längsbetten und so weiter, finde ich das schon echt bemerkenswert, richtig cool gemacht. Ja, hier noch die Möglichkeit da halt für die Toilette und neben der Heizungsauslass, und zwar da haben wir das Frischwasser. Und rechts daneben, ganz hinten, und zwar da, haben wir dann Stromanschluss. Ja, mir gefällt er. Der Yukon K-Peak
Peak 6.0, so wie er jetzt hinter uns steht oder den wir euch gerade vorgestellt haben. Nochmal wörtlich, absolute Neuheit hier. Also auch Yukon, die Urlaub Frankia, baut etwas auf Offroad, immer mehr gehen auf Offroad. Wie gesagt, für uns selber wäre es persönlich nichts. Also wir sind keine Offroad-Typen. Wobei ich den schon cool finde, aber wir brauchen ihn zu selten. Ist absolut cool, definitiv. Aber der Preis natürlich hat es in sich, wie gesagt, im Grundpreis schon 112.000 Euro. Das ist eine Hausnummer, das muss man sich genau überlegen. Und wie gesagt, wir schauen nochmal kurz drauf. Wie gesagt, Vierrad, Allradantrieb, All-Terrain-Reifen, 190 PS, 300 Ampere Lithium-Batterien, 90 Watt Solaranlage, zusätzliche LED-Scheinwerfer, 9-Gang-Automatik, Dieselheizung. 3 Grundrisse gibt es insgesamt, die könnt ihr hier in Halle 17 auch direkt sehen. Zumindest 2 verschiedene, einmal mit Aufstelldach auf jeden Fall. Von 3,5 Tonnen bis 4,1 Gesamtgewicht ist eigentlich für jeden etwas mit dabei. Fahrt zu euren Yukon-Händler oder kommt hier zur Messe oder auf weiteren Messen. Der Yukon wird öfters ausgestellt. Wie gesagt, es ist an sich ein klasse Fahrzeug, aber wie gesagt, A, für uns wirklich zu teuer und zum anderen, ja, mit 2 Sitzplätzen würden wir nicht wissen, wo wir Schwiegermama wieder hinsetzen soll. Im Keller, ja, finde ich, ist ein bisschen zu hart und dementsprechend geht es leider nicht. Also Besuch ist hier natürlich nicht. Gut, das soll es gewesen sein. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr Fragen habt, einfach mal runter in die Kommentare. Bettenlänge können wir euch leider aktuell nicht sagen. Wenn wir es noch rauskriegen sollten, dann habt das gesehen. Sonst tut's uns leid, wie gesagt, aktuell finden wir keine Informationen dazu. Dann bleibt uns gewogen, bleibt gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss. Stand here a while.